Ja, dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz nach dem heißen Basketballspiel zwischen Rasta Vechta und den PS Karlsruhe Lions. Endergebnis 81-79. Heute sicher ein Spiel, warum wir Basketball alle so gut finden. Mit dem etwas schlechteren Ende für die Karlsruher. Und ich bitte und begrüße zunächst Michael May, den Coach der Karlsruher, und auch Doug natürlich, unseren Coach. Und bitte Michael May um ein erstes Statement. Ja, natürlich erst einmal Glückwunsch zu Coach und Vechta. War ein gutes Spiel. und ich muss sagen, dass Vechta hat nicht, they never quit. Wenn wir halt diese 13 Punkte, wenn wir 13 Punkte vorne in der Ende der ersten Halb, Vechta kommt aus und hat sehr, sehr stark gekämpft. Ich denke, meine Mannschaft hat auch sehr stark gekämpft und ich bin stolz von meiner Mannschaft für diese Kämpfe, aber wir waren nicht so schlau, smart in der zweiten Halb. Das war, ich denke, der entscheidende Punkt, weil beide Mannschaften hat sehr, sehr stark gekämpft, aber in der letzten Viertel, wir hat zu viele Fehler gemacht, wir hat zu, we forced it ein bisschen zu viel, der erste ein, zwei Optionen, the ball didn't move, like the erste Hop, und das war, ja, ich denke, der Schlüsselpunkt. Aber unsere Mannschaft hat ja auch hart gekämpft und ich bin stolz von dieser. Ja, vielen Dank, Michael. Und Doug, ein Wort von dir auch zum Spiel. Erstmal danke für den Glückwunsch, Mike, für das hart gekämpfte Sieg. In der ersten Halbzeit, wenn ich die Statistik angeschaut habe, habe ich gesehen, dass alle meine ersten 5 waren minus 10. Oder höher in die Rating, das Plus-Minus-Rating, das war katastrophale Leistung. Natürlich, das liegt an einem starken Gegner, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir bereit zu spielen waren. Wir sind einfach aufgetaucht, wir waren da. Wir haben mitgemacht in der ersten Viertel und dann hat Karlsruhe ein bisschen intensiver gespielt in das zweite Viertel. Wir haben nicht unsere Intensität erhöht, wir haben einfach einen Cruise Control gemacht und dann zu verdient wird minus 13 in der Halbzeit gegangen. Halbzeit haben wir gesprochen und gesagt, es geht nicht darum, was sie laufen, es geht einfach nur, dass wir mit ein Siegeswill zeigen, mit Herz spielt und Intensität rauskommt und nicht sofort probieren, die 13 Punkte rückzuholen, aber probieren das über die nächsten 20 Minuten wieder einzuholen. Die ersten 7 Minuten finde ich sehr stark. Wir haben das Plus fast geschafft und dann natürlich machen wir 2 katastrophale Fehler. Das wird sofort ausgenutzt, wie eine gute Mannschaft das tut. Und plötzlich gehen wir, glaube ich, von 2 oder 4 minus plötzlich wieder auf 9. Und von das müssen wir lernen. Aber in der zweiten Halbzeit war eine deutliche Intensitätssteigerung auf unserer Seite. Wir müssen definitiv besser unsere Fouls in Griff bekommen. Wir kriegen einfach zu viele einfach faule Fouls sozusagen, ne? Dass wir nicht unsere Füße bewegen, es ist einfach reinzugreifen. Wir können das tun, aber es ist einfacher natürlich nicht zu tun. So, wenn man nicht bereit zu spielen, denn die Intensität nicht da ist, dann natürlich, wenn man kassiert 29 Freiwürfe und selber nur 14 produziert, wir haben nicht unsere Arbeit gemacht in der Verteidigung, was ich gewünscht habe. Zweite Halbzeit war besser. Aber allerdings, das müssen wir definitiv verbessern für die nächsten Spiele. Danke. Ja, vielen Dank auch, Doug. Und das heißt, uns bleibt euch, Michael, eine gute Heimreise zu wünschen nach Karlsruhe. Ist ein weiter Weg. Gute Fahrt heute Abend. Und viel Glück für den Lauf der Saison.